Herrlich zu sehen, wie unruhig sie alle am Start sind. Und jetzt geht's los. Wie gewohnt, die ersten paar Meter im Doppelstockschub. Und dann darf die freie Technik gewählt werden. Dann wird geskatet und da gab es den ersten Sturz. Schauen wir gleich mal genauer hin. Wir sehen hier die Französin Marie-Laure Brenet. Glücklich ist, wer voranläuft und sich aus allem heraushalten. Die drei jetzt hier vorne, eine Laufgemeinschaft. Martina Beck, Marie-Laure Brunet, die junge Französin. Ende November 21 geworden und dann Svetlana Slepcova, auch nicht viel älter, 23. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Let's live it up. Mit letzter Kraft wechselt als Erste, hatte 23 Sekunden nach dem Schießen auf die Nächsten und Andrea Henkel, die hat da fast 40 Sekunden gut gemacht. Unglaubliche Runde. Knapp, sehr, sehr knapp die Führung jetzt für Russland. Dann die anderen dahinter. Frankreich, Deutschland, nur noch 4 Sekunden. Ein Wahnsinn. Diese Runde von Andrea Henkel, eine der schnellsten wahrscheinlich, die sie je gelaufen ist hier in Hochfilzen. Und hier gefällt es ihr ja ganz gut. Hier war sie Weltmeisterin der 15 Kilometer. Und jetzt geht's ab auf die letzte Runde. Seitzer war es da. Sandrine Bailly, Kati Wilhelm und Tadeja Brankovic. Mit neuem, mit Doppelnamen. Und nach Babypause von 2 Jahren wieder zurück. Den ersten beiden Weltcup-Wochen hier erlebt hat, die Schwedin, dann weiß man, da ist auch noch jede Menge drin. Wenn die drei vorn hier schwächeln, dann glaube ich, schlägt die Schwedin zu. Was für eine sensationelle Ausgangslage hier. Seitzer vorn, die Weltmeisterin. Wechsel für die Ukraine, jetzt 1:18 zurück. Und damit und hier 2 Dauerkontrahentinnen der letzten Jahre unter sich vorn. Jetzt Sandrine Bailly. Weltcup-Gesamtsiegerin der Saison 2004-2005. Ein Jahr später triumphierte Kati Wilhelm. Im letzten Jahr nur hauchdünn geschlagen und gleich unterlegen der Schwedin Nielsen. An dritter Stelle Olga Seitzewa. Versucht da Kraft zu sparen. Weiß, läuferisch hat sie vielleicht ein kleines Manko gegenüber den anderen beiden, aber vom Schießen her geht's ganz gut. Und aus dem Windschatten heraus ist natürlich leichter zu überholen. So schön hier von Sandrine Bailly. Französin hat sich eine ganze Menge vorgenommen in diesem olympischen Winter. Seit 2 Jahren rennt sie ihrer Form vergangener Tage hinterher. Der Lichtblick im Vorjahr. Bronze mit der französischen Staffel bei den Weltmeisterschaften. Hinter Deutschland, hinter Kati Wilhelm. Froh sein, wenn die nächste Woche dann rum ist und Weihnachtsfeiertage vor der Tür stehen. Lange, lange weg von zu Hause. Ein bisschen erleichtert dadurch, dass ihr Freund Andreas Ensländer immer mit dabei ist. Der ist Techniker bei den Amerikanern.
Jean-Paul Jacquinot, der Franzose. Vielleicht besonders die Daumen drücken für Sandrine Bailly. Platzierungen. Und vor einer Woche sind die heutigen Startnummern. Das heißt also, Frankreich war auf Rang 3 in Östersund. Deutschland auf Rang 1. Und Russland auf 2. Liegenschießen hat hier Olga Seitzer in den letzten Tagen den stärksten Eindruck gemacht. Kathi Wilhelm doch immer wieder mal mit ein paar Fehlern. Bestätigt. Sandrine Bailly schießt am langsamsten, aber am besten. Vier Treffer hat sie schon und jetzt doch noch der Nachlader. Kathi muss zweimal noch treffen, die Russin einmal. Jetzt hat sie es. Seitzer ist weg, Sandrine Bailly auch und Kathi Wilhelm hat noch zwei für einen. Ja, nichts passiert, keine Vorentscheidung, nur wenige Sekunden sind die anderen unterwegs und die nächsten sind da. Für Schweden, Helena Jonsson. Großartig. Einmal mehr, schon zweimal erfolgreich in diesem Winter. 25 Jahre jung und in einer sensationellen Form. Nahezu makellos beim Schießen und auch läuferisch hat sie enorm zugelegt im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Kathi Wilhelm jetzt hier auf Platz 3.